Ja, vielen herzlichen Dank, Günther Behaum, Wertevoll Leben. Ja, man hat es gemerkt an dem Zwischen- und Szeneapplaus. Das ist immer wieder eingegangen. Das ist ganz wichtig bei solchen Veranstaltungen, dass man zwischendurch noch Feedback kriegt. Und das ist heute schon mehrfach gelungen und das freut mich sehr. Und ja, jetzt ist er auch wieder da. Also nochmal ganz kurz, bevor wir jetzt dann wirklich in den Bereich Bildung ist gleich Schule reingehen. Wir haben ja am 26. Januar nochmal einen ganzen Themenabend zum Thema Bildung, weil er einfach so umfangreich ist. Und wir haben halt mal gesagt, Bildung neuer Systeme, Bildung von Alternativen, Bildung von anderen Denkmustern, Opfer oder Gestalter. Ich kann das bestätigen, was der Günther Behaum gesagt hat, das mit diesem Licht einschalten, ich beschäftige mich ja schon sehr lange mit mir und da erscheint die Welt ganz anders und das, ich habe heute beim Einerfahren auf Salzburg ganz was Spannendes erlebt. Ich bin das letzte Mal eine Viertelstunde von oben bis daher gestanden, im Stop and Go. Da nicht gerade eine, irgendjemand hat nur gesagt, eine Dreiviertelstunde bin ich heute dran. Ich habe heute von Elixhausen oder wenn man oben einerfährt bis daher 11 Minuten 50 braucht. Und zwar habe ich vom Ursprung weg einfach nur gesungen, alles ist grün, die grüne Welle kommt. Und ich fahre runter und es ist so geil. Es war jetzt mal drei Autos vor mir, Blinker, 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 in und durch, zack, hinter mir gestanden. Nächste, grün, grün, Blinker, 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 in und durch gestanden. Bis aber hinter das Porsche-Zentrum zur Querstraße, wo man dann vier am Bahnhof fährt. Und da war es wieder das Gleiche. Und bin das erste Mal zum Steh gekommen auf der Brücke über Salzach. So, wer jetzt sagt, Glück gehabt, den gebe ich recht, aber das war kein Glück, sondern wir müssen einfach nur das Licht einschalten. Das ist also so ein geiles Beispiel für, wie gestalte ich es mir. Und ich war halt auch richtig gut drauf, letztes Mal nicht so gut, und das hat sich einfach gezeigt. Also einfach ausprobieren mit grüne Welle, Parkplätze, dann geht das schon mal mit dem Lächeln von Nachbarn. Also wir können schon mit unserer inneren Haltung was programmieren. Dazu brauchen wir aber eine Top-Information. Und da möchte ich ganz gerne auf einen zusätzlichen Sprecher hinweisen, der sich gestern angesagt hat oder heute, dass er noch kommt. Und ich möchte ihm natürlich auch hier eine Bühne geben für all diejenigen, die ihn noch nicht kennen. Da hinten ist das Plakat Top Info Forum und wer vor dieser ganzen Aktion steht, das ist der Franz Furtner. Franz Furtner, für dich bitte die Bühne. Ja, danke für die Ansage, mein Jolo. Das mit der grünen Welle finde ich ganz gut mit dem Licht. Alles hat seine Zeit, möchte ich auch heute sagen, wir gehen vielleicht ein paar tausend Jahre heute zurück in die Gedanken. Und die grüne Welle ist genau richtig, wenn der Manuel nach Salzburg fährt, dann nur die grüne Welle. Der Hamelbett braucht das nicht. Also genau zur richtigen Zeit das richtige Wünschen. Ja. Und jede Zeit hat auch seine richtigen Sachen, sage ich mal. Es ist vor ein paar tausend Jahren, hat das Ganze angefangen, dass die Leute irgendwie durch die Wälder gestreift sind, haben irgendwelche Wild erlegt, haben Jäger und Sammler gespielt und sind ganz gut durchgekommen. Und dann sind sie plötzlich sesshaft geworden. Sie haben also Weizen angebaut und dann hat es plötzlich zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Feld, die richtige Menge regnen müssen, damit also diese Ernte kommen können hat. Ja. Und wenn es dann nicht so geregnet hat, dann hat man Schuldige gesucht. Und man schaut auch, was ist schön, warum haben wir heuer keine Ernte gehabt, da ist irgendwo eine Hex, die hat uns da irgendwas angetan. Oder die Götter waren verstimmt, dann hat man Opferrituale bringen müssen. Ja. Und die ganzen Ackerbaukulturen haben die grausamsten Opferrituale eigentlich vorgebracht, sag ich mal. Ja, das da lange Zeit auf der Welt geherrscht hat. Und es war damals so, man hat ganz leicht mit der Kirche, die hat sich das dann zunutze gemacht. Ja. Die haben dann gesagt, okay, wir können euch helfen, damit ihr gute Ernte bekommt, ihr glaubt an uns und so weiter. Und die Leute haben sich halt da zusammengetan und haben da halt wirklich geschaut, dass sie weiterkommen und zu einer Ernte kommen. Und ich schaue jetzt auch, dass ich weiterkomme. Ja, es war so, dass wirklich
die Kirche das dann sich zunutze gemacht hat und dass die Leute abhängig waren, einfach auch vom Essen. Ja? Und das haben wir ja in der heutigen Zeit nicht mehr. Früher war es auch so, wie die Religionen oder in der Bibel das erfunden worden ist. Gott hat die Welt erschaffen und so ist es. Ja? Und es war auch damals so, dass man in einer Lebensperiode von 50 Jahren hat man ja keine wirkliche Veränderung miterleben können. Ja? Man hat einen Flug erfunden, der war dann 1000 Jahre. Vielleicht hat man mal einen Schlauch dazu gebaut. Oder im Endeffekt hat sich nicht viel verändert im Laufe einer Lebensperiode. Ja? Das hat sich eigentlich erst vor 200 Jahren, wo man sagt, das Wassermannzeitalter hat begonnen, hat sich das verändert, dass man in einer Lebensperiode, und bei uns ist es ja ganz extrem, dass man in einer Lebensperiode eine Veränderung stattfinden kann, dass man sagen kann, okay, Gott hat das nicht erschaffen, sondern das hat sich entwickelt. Ja? Also die Menschheit entwickelt sich und die Menschheit entwickelt sich von einer Phase in die nächste. Und momentan sind wir halt in einer sehr intensiven Phase. Wir lernen aus den Phasen, die wir gehabt haben. Also wir können da zurückgehen. Genauso wie ein Erwachsener sich in ein Kind versetzen kann, können wir uns in die Lage von, wie es früher war, versetzen. Ja? Aber wir kommen weiter. Wir entwickeln ein Bewusstsein und wir entwickeln auch Systeme, dass das miteinander neu regelt. Ja? Wir haben bis jetzt Systeme gehabt, wie Geldsystem und so weiter. Ja, und, keine Ahnung, Zinssystem. Und das Ganze steht natürlich vor einer Entwicklungsphase, vor einer neuen. Und wir brauchen da keine Angst haben davor, sag ich mal, vor dieser Entwicklung. Es wird was Neues passieren, es wird kommen. Wir sind alle da, glaube ich, weil wir das irgendwo spüren, weil wir irgendwo was wissen wollen. Aber es wird passieren. Ja? Und du, das ist einfach die Zeit dafür, jetzt genau richtig, dass das passiert. Man kann auch nicht im Winter einen Warzen bauen, der wird nicht aufgehen. Ja? Das ist immer zur richtigen Zeit. Den baut man im Frühjahr und dann kann man im Herbst ernten. Man kann einen Warzen auch nicht im Winter ernten, das ist im Herbst. Alles zu seiner Zeit. Und momentan ist halt die Zeit, Beginn des Wassermannzeitalters, wo das Miteinander kommt, wo das Weibliche wieder mit dem Männlichen auf die Augenhöhe kommt. Ja? Ich sage, das ist ein Entwicklungsprozess. Und das Weibliche ist das Alldenkende, das Miteinander, und das Männliche ist das Separate, die Technologie. Das Männliche hat viele Nachteile gehabt, also sage ich halt jetzt einmal, aber es ist getrennt. Aber es hat seine Richtigkeit gehabt, damit wir da sind, wo wir jetzt sind. Die Forschung ist vorangegangen, es wäre sonst nicht passiert. Ja. Aber jetzt sind wir auf dem Level, wo man sagt, okay, das Männliche und das Weibliche, das verbindet sich. Und dann steht eine riesige schöne Zeit bevor. Das ist eigentlich das, was ich heute sagen wollte. Und dass auch jeder das findet, gerade wie es der Günther gesagt hat, für was ist er auf dieser Welt, für was ist er geschaffen, wo hat er Freude im Leben, wo tut er sich leicht. Ja? Wenn man mir jetzt irgendwo hinsitzt und ich muss irgendwo Buchhaltung machen, nichts für Buchhaltung. Ich brauche 3 Monate, wo ein anderer einen halben Tag braucht. Ja? Also das ist nicht meine Erfüllung, dafür kann ich andere Sachen, die ein anderer nicht kann. Ja? Und dann mache ich halt das, was mir taugt. Und wenn das jeder macht, dann kommt eine ganz andere Stimmung auf die Welt. Und man muss nicht in die Arbeit gehen, sondern man will schon, weil es erwartet einen ja schon was Schönes. Ja? Und das ist ein wichtiger Teil im Leben und ich glaube, dass das schon in den nächsten Jahre oder Jahrzehnte oder vielleicht sogar Jahrtausende da jetzt einen Bestand haben wird, wie wir halt am Anfang sind und das schon mitgestalten. Aber das, was war, das hat so sein müssen, dass wir da jetzt sind, wo wir sind. Also das hat schon gepasst, wie es war. Und das möchte ich mitgeben und bin schon wieder fertig. Dankeschön. Also auch hier nochmal die mit Franz Worten jetzt noch nichts anfangen können, Top-Info-Forum, einfach die Webseite notieren, nachher, nach dem Abend Informationen holen, morgen ins Internet schauen etc. und so weiter. Und jetzt wenden wir uns der Bildung, was wir vom Gehirn her mit Bildung primär verbinden, mit der Schule zu. Und dazu möchte ich euch ein kleines Liederl zur Einstimmung noch geben und dann gehen wir in die letzte Runde der letzten 2 plus ein Überraschungssprecher. So, und zwar bin ich die Hälfte Zeit in meinem Leben in die Schule gegangen. Ich weiß schon, man merkt es nicht. Und zwar
Und ich habe mir mit jetzt mittlerweile 52 Jahren die wunderbare Fähigkeit bewahren können, mich immer noch wie ein Kind zu fühlen. Das habe ich zwar oft schmerzlich als Vorwurf gekriegt, mei, bist du kindisch und bla bla bla, sie hat ein Kindskopf und so weiter. Ich bin halt sehr, sehr glücklich, die Empathie eines Kindes nach wie vor zu haben und zu meinem 52-jährigen Gehhaus, Gehäuse, Körper zu stehen. Und wenn er mich so zurückerinnert von diesen 52 Jahren, war ich 25 Jahre in der Schule. Also mit dem Studium, mit dem Aufbaustudium, mit der Berufsschule, mit Umschulungen und Zusatzschulungen, also komme ich auf 24 bis 25 Jahre. Und dann habe ich festgestellt, ja, meine Zeitverschwendung war jetzt wirklich nicht schön, wenn man das sagen darf, aber ein Großteil war vielleicht auch gar nicht so schlecht, aber halt nicht, nur nicht gar nicht so schlecht. Und wenn ich meine Schulzeit reflektiere, dann haben wir viel Gaudi gehabt, aber nur mit dem, was wir nicht da hätten sollten. Und da bin ich wieder beim Günther P. Hamm von der Ich muss Schule zu Ich kann Schule oder über die Ich kann Schule zu Du kannst mich mal Schule. Letzteres am schwierigsten, macht aber am meisten Spaß. Ja, mein Leben war ganz einfach. Ich hab mich gefreut über alles Neue. Wollt es wissen, wollt es lernen, bloß nicht ich. Ich wollt wissen, wie das Leben geht und warum die Sonne am Himmel steht. Malen, zeichnen, rechnen, loset mich, wie ich bin. Vielleicht mach ich's auch anders, loset mich. Dann kam das stille Sitzen, ich muss beim Lernen auf einmal schwitzen. Ist es wirklich menschgerecht, loset mich. Und aus Lernen wurde Büffeln und für Fleiß gab's auf einmal Rüffeln. Das ist nicht, was ich so möchte, loset mich. Loset mich, loset mich, loset mich, wie ich bin. Womöglich mach ich's besser, loset mich. Alles Lernen war ein Gaudi, weil in jedem Menschen da steckt ein Genie. Ließe man mich werden, wie ich bin. Weil der Intellekt, der in uns steckt, ist die Liebe, die die Welt bedeckt. Lebt ein freies Denken, loset mich. Loset mich, loset mich, loset mich, wie ich bin. Womöglich mach ich's anders, loset mich. Oh, loset mich, loset mich. Womöglich mach ich's besser, los mit mir, wie ich bin. Ganz herzlichen Dank, Herr Franz Josef Neffe. Ich glaube, die haben halt zwar das erste, aber sicher nicht das letzte Mal gesehen und gehört, weil es einfach ganz, ganz wichtig ist, was du machst. Zu den Büchern, ich habe jetzt einfach ein Top 1 rausgezogen. Wir laden euch auch nachher ein auf den Büchertisch. Auch der Günther P. Hamm hat noch zwei Exemplare dabei. Es gibt sie im Internet zu bestellen, das Lösungsheft für die Wertekultur. Und das vom Neffe gefällt mir deswegen so gut, ich habe das rausgenommen. Kennt ihr den? Say you, say me. Lionel Richie, genauso hat der Franz Josef Neffe ausgeschaut vor 20 Jahren. Das müsst ihr euch anschauen. Cool, schau jetzt nicht her. Die Liste ist irgendwo hängen geblieben zum Eintragen. Wo? Die liegt da. Danke. Okay, die Liste ist wieder unterwegs. Nochmal ein Hinweis, bevor ihr jetzt zu unserem letzten offiziellen und vorletzten inoffiziellen Sprecher kommen. Nutzt die blauen Kärtchen mit den Fragen. Wir werden am Schluss
kurz rundum gehe, die Kärtchen, die grünen Kärtchen, nicht blauen, die grünen Kärtchen einsammeln und dann da vorne noch ein paar Fragen, die euch bewegen, im Expertenteam besprechen. Ja, das heißt, es geht um Potenziale. Das da ist unser Hirn. Das ist das, was drunter ist. Das war mal drunter und wäre so groß gewesen. Darüber spricht jetzt dann Franz Kurz. Und das waren wir, als wir geboren wurden. Direktor der HTL, Franz Kurz, danke, dass du gekommen bist. Und du erzählst uns jetzt ein bisschen was aus der Praxis. Dankeschön. Das Hirn da ist was ganz was Praktisches. Wer von euch ist Hirnträger? Wer von euch ist Hirnträger? Benutzer? Niemand! Lauter Hirnbenutzer! Das finde ich toll. Beste Voraussetzungen für meinen Vortrag. Ich muss mich da fürchterlich beschweren, gell? Von wegen Pädagogik. Und Pädagogik kann ja ganz was anderes sein. Ich werde euch jetzt ein Beispiel dafür erklären, was Pädagogik auch sein kann. Ich möchte aber nicht vergessen, Günther, seine Anregung von vorhin weiterführen. Passt auf, was sagt, das passiert. Wir werden dann, so wie in der Bibel schon steht, ich bin nur Wegbereiter für den, der nach mir kommt, ja, wo es darum gehen wird, welche Macht das Wort hat und die Bedeutung des Wortes. Kennt ihr die Geschichte von Einstein, der aus dem Gymnasium geflogen ist? Wer kennt die von euch? Also ganz, ganz typisch, gell? Die Frage ist, welche Eigenschaften hat der gehabt, dass er trotzdem erfolgreich geworden ist? Oder der Ansatz von mir war, wenn ich mir anschaue, wer aus der Schule rausgegangen ist, ist die HTL Hallein bei mir, wer aus der Schule rausgegangen ist, welche sind da besonders erfolgreich geworden? Waren das die guten Schüler oder welche waren das? Welche Typen sind das gewesen? Was glaubt ihr denn, welche Typen besonders erfolgreich sind? Es sind Typen, die dickschellen sind. Ja, die problematisch sind irgendwo alle, wenn es nicht das tun oder wenn es nicht dem Typ entsprechen, das die Lehrerin oder der Lehrer ist. Also, da sind gleich einmal alle problematisch. Die leben in der eigenen Welt. Die ihren eigenen Schädel gehabt haben. Die rebellischen, oder? Die Rappelköpfe. Wie ist denn das mit den Typen? Kennst du die Typeneinteilung der Griechen? Also Melancholiker, Phlegmatiker, Choleriker und Sanguiniker? Welche sind denn das denn mit dem Dickschädel? Die Choleriker. Okay. Also das ist schon mal ein Anteil. Wir wissen, die Mischlinge wären die schönsten Kinder. Also irgendwas gehört da noch dazu. Weil die sind eigentlich ziemlich unleidlich. Wer möchte mit einem Choleriker was zu tun haben? Boah. Hä? Was gehört da noch dazu, damit man ein bisschen verträglicher wird? Herz. Herz ja, aber die Frage ist, wir haben Sanguiniker, Melancholiker, Phlegmatiker, Choleriker. Ich erzähle euch jetzt eine Geschichte, damit es euch leichter dauert, euch die Typen zu merken. Stellt euch vor, eine große Blumenwiese, rundherum Bäume und mitten quer über die Blumenwiese geht ein Zaun drüber. Okay? Und diese vier Typen gehen nacheinander
quer zu dem Zaun über die Blumenwiese. Der erste, sei der Sanguiniker oder die Sanguinikerin, pfeifen wir Liedchen, gingen hin, ein Zaun drüber gesprungen, weitergegangen. Dann sagt drüben wer, warum bist du jetzt über den Zaun gesprungen? Wer Zaun, wo Zaun, was Zaun? Die haben das nicht einmal gemerkt. Melancholiker gehen zum Zaun, sehen, wie das Bild der schönen Blumenwiese gestört wird durch diesen hässlichen, von Menschenhand gekrümmten Zaun. Sie beweinen diese Tatsache und sind fürchterlich traurig, fühlen sich schlecht und bleiben dort sitzen. Melancholiker sind einfach die ganz feinfühlenden, künstlerischen Typen, ja, die alles ganz gründlich machen wollen, alles ganz zu Ende bringen, und wenn es ganz fertig ist, dann kommen sie drauf, dass doch nicht alles perfekt ist, und dann fangen sie wieder von vorne an, um es doch perfekter zu machen. Melancholiker. Choleriker trampeln auf den Zaun zu. Welcher Rotlo hat den Zaun doch hier drauf? Zaun über den Haufen, weiter marschiert. Also, Choleriker. Phlegmatiker marschieren auf den Zaun zu. Ein Zaun, gehen entlang des Zaunes weiter. Also, ganz grob, nur damit ihr ein Bild mitnehmt, ja, das ist jetzt mein PowerPoint, ich nenne das auch Hirnkino. Wir haben ja schon gehört, Bilder sind ganz wichtig, ja, die man im Hirn mitnehmen kann. 4D4 Typen. So, welchen dieser Typen würdet ihr zu dem Choleriker dazu tun, damit er ein bisschen besser verträglich wird? Sanguiniker. Sehr gut. Ja, er sagt, ich erfolgreich, ich Cholera Sanguinica. Stimmt aber. Genau diese Mischung ist die, die sehr erfolgreich wird. Aber jetzt sind wir bei dem, was er zuerst gesagt hat. Ich möchte wissen, wer die Buchhaltung macht, wo wir keine Melancholiker hätten. Die zum 15. Mal, zum 20. Mal die gleiche Tabelle machen, und jedes Mal eine andere Farbe verwenden, damit es einfach nur schöner ausschaut. Ja? Also, ein Choleriker, der das gleiche zweimal macht, ja, völlig unmöglich. Aber, ich sage ihm, da hat wer so eine ähnliche Idee gehabt wie du, und der hat es besser gemacht. Was? Wo? Ja? Wettbewerbstypen. Wollen immer die Besten sein. Choleriker. Ja, das können wir in der Schule hernehmen, indem wir sagen, wenn du Choleriker, ich dir nichts erklären, weil du mir sowieso nicht zuhörst. Ja, das ist nämlich das. Die wissen alles besser. Jetzt müsst ihr euch das vorstellen, warum der rausgeflogen ist aus der Schule. Stellt euch wem vor, Sanguiniker, ständig die Pappen offen, ja, Konzentration, ja, auf alles. Ja, haben wir zuerst gehört, draußen vor einem Auto vorbei. Herrlich, ein Auto fährt vorbei. Ja? Wenn ihr wissen wollt in einer Gruppe von Menschen, wer da drinnen am meisten Sanguiniker ist, sagt, ich hätte 15 Bücher zu meiner Tragung, wer hilft mir? Und genau in der Reihenfolge, in der die Hände aufgegangen ist, das sanguinische Anteil. Ja? Funktioniert super. Braucht man gar keinen Test, das geht ganz einfach. Einfach irgendwas erklären und dann sagen, ist das richtig? So ein Blödsinn. Wir haben das anders gemacht. Choleriker. Okay? Phlegmatiker erkennt man auch sehr gut. Das sind nämlich die, die zu Betriebsräten gewählt werden, die gewählt werden für Klassensprecher, Schulsprecher und so weiter. Also das sind geborene Phlegmatiker. Die hören, drehen wir es um, über wen hört man am liebsten, dass geredet wird? Wir selbst. Ja? Jetzt stellt euch vor, ich darf ständig über mich reden und es ist jetzt nicht ein Choleriker wie Sie, der sagt, ich habe das schon lang gemacht und ich kann das viel besser, sondern ich habe einen Phlegmatiker, der zuhört.
so ein gescheiter Mensch. Und wie gut, dass man sich mit dem unterhalten kann. Ja? Also Phlegmatiker sind die geborenen Zuhörer, die stehen auf, gingen bei der Tür aus und haben das vergessen, was da drin geredet worden ist. Das stört die überhaupt nicht. Und die haben vorher stundenlang zugehört. Jetzt ist aber die Frage, wie bringe ich so einen Schüler oder eine Schülerin, die jetzt phlegmatisch sind, dazu etwas zu tun? Das ist wie wenn ich ein Nachtkastel schiebe, soweit es geschoben hat, bewegt er sich und dann bleibt es wieder stehen. Ja? Also, ein Phlegmatiker wurde. Nein. Immer wieder das Gleiche sagen bzw. Gewohnheiten entwickeln. Phlegmatiker Angst machen. Ein Choleriker fährt dann mit dem anderen Ende von der Wirbelsäule ins Gesicht. Ein Phlegmatiker sagt, was willst du, wie schaust du aus? Also, dem ist das sowas von wurscht. Ja? Dann geht das nämlich da hinten wirklich vorbei. Haben wir halt schon mal gehört mit dem Vorbeigehen. Gell? Ja. Sanguiniker ist für alles sofort zu begeistern. Wenn das aber länger dauert, als das Bierchen da draußen zu holen, ja, ja dann wird es schwierig. Übrigens, jetzt zu den Persönlichkeiten so in der Schule, ihr seid ja alle miteinander nie in die Schule gegangen. Übrigens, wo ist er? Ich darf den Rekord brechen, gell? Ja, ich bin nicht viel älter wie du und bin doppelt so lange in die Schule gegangen, gell? Ich habe so lange gebraucht, bis ich es kapiert habe. Ich habe zuerst gerade nachgerechnet, 56 Jahre. Ich habe sehr viele Berufe nicht fertig gelernt, aber 27 sind doch fertig gelernt übrig geblieben. Du brauchst nur die Schlagzahl erhöhen, also schneller was machen, dann bleibt schon was über. Übrigens, mein erster war Kosmetiker. Der zweite Masseur, für alle Frauen da rein. Dann Maschinenbauingenieur, das war völlig uninteressant. Gut. Ja, jetzt zu den Typen noch einmal. Was tun wir mit denen im Unterricht? Phlegmatiker, Gewohnheiten entwickeln. Jeden Tag zur selben Zeit das gleiche tun. Und Phlegmatiker sind die Kinder oder Partner, denen man wirklich, wie oft haben wir zuerst gesagt, millionenmal das gleiche sagt? Nein, du weißt das, gell? Könnte. Wenn man immer das gleiche sagt, nein, du weißt es. Wenn man immer das gleiche sagt und man kommt nicht drauf, dass das für die Wurst ist. Bei den Phlegmatikern funktioniert das aber trotzdem. Dann, wenn man aufhört, dass man sagt, tun sie es plötzlich und man denkt sich, wie gibt's denn das? Mein Sohn? Nein, das ist, also Phlegmatiker machen es immer dann, wenn man aufhört, das Nachkasten zum Schirren. Ja? Also dann bewegt sie sich plötzlich selber. Und es bewegt sich doch. Ja? Sanguiniker muss man in Hilfe machen, man muss kleine Portionchen machen. Das heißt, immer so viel, wie sie sich gerade nur merken. Ja? Die sind sowas von offen und flexibel. Ja? Andere haben Rückgrat, Sanguiniker sind flexibel. Nein, ich selber bin eine Mischung aus einem Choleriker und einem Sanguiniker. Mit 18 Jahren war ich ausgetestet, zu 98% sanguinisch. Könnt ihr euch das vorstellen? Meine Noten haben entsprechend ausgeschaut. Okay. Mit heutigem Datum bin ich 97% cholerisch. Okay. Das Sanguinische ist mir zwar noch ein bisschen blind so von der Ausdrucksweise, aber bin sehr ergebnisorientiert. Und Wettkampftyp und. Also man kann den Typ auch ändern, das ist eine der guten Nachrichten. Und seinen eigenen Bedürfnissen anpassen. Melancholiker. Melancholiker haben wir schon gesagt, Buchhaltung, super, also solche Dinge. Melancholikerinnen und Melancholiker haben das schönste Heft der Klasse und sagen, schrieben wir Fässer. Ich will das Heft nochmal schreiben, auf der dritten Seite lesen. Eselohr. Ja, das ist typisch melancholisch. Lieben, Musik, Gedichte, also von den Gedichten her kommt ja auch Melancholiker sein, ich habe sehr viele Gedichte geschrieben. Warum dazu euch das Ganze? Jetzt kommt's. Diese Typeneinteilung ist nur eine der vielen Möglichkeiten,
etwas zu heben, einen Schatz zu heben, der in den Menschen drinnen ist, indem er es typgerecht unterrichtet. Indem er dem Sanguiniker kleine Portionchen gibt. Indem er den Choleriker, einen zweiten Choleriker an die Seite stößt, sagt, das sind vier Methoden, wie man das rechnen kann. Bis nächstes Mal gibt es für die Rechnung eine Lösung von euch. Und die Klasse stimmt da, wer es am besten kann. Wettbewerbstypen. Die hakeln wie die Depperten. Nicht, weil sie so deppert sind, sondern weil sie gewinnen wollen. Ja? Nur ein Choleriker etwas erklären zu wollen, ist vergebene Liebesmühe. Ja? Du weißt, wovon ich rede. Gell? Ja. Okay. Und Phlegmatiker benötigen Gewohnheiten und Melancholiker müssen sehr viel arbeiten und tun. Auch sehr viel motorisch tun. Die Dinge immer wieder schreiben, Hefte noch einmal schreiben, das ist die Erfüllung, dass die dann noch schöner werden. Ja? Solche Dinge. Und ich glaube, dass wir in unserer Pädagogik sicher, ich glaube nicht ganz 98%, die wir verschütten, aber ich würde sagen 80% ganz sicher, die wir noch heben können. Nur dadurch, indem wir typgerecht lernen. Und zum Abschluss eine andere Typeneinteilung. Es gibt Wahrnehmungstypen, die sieben Sinne. Olfatorisch, also riechen, ja, Geschmacksnerven, visuell. Da geht übrigens am meisten an Information ein. Stellt euch einen visuellen Sanguino-Choleriker vor. Der ist irre schnell, weil es gibt nichts, wo man so schnell Daten einschöpfen kann, als wir mit Bildern, noch besser mit Filmen, also diese bekannten Eselsbrücken, wo man einen Film ablaufen lässt und eine Geschichte erfindet, damit die was haben zu merken, funktioniert fantastisch. Menschen, menschliche Hirne, können sich Geschichten besser merken als statische Dinge. Das ist so ähnlich wie beim Sitzen, wo wir zuerst gesagt haben, wenn du auf einem Sessel drauf sitzt, in Wirklichkeit aber völlig dynamisch bist, und das ist ja jeder Mensch, dann wirst du niederbremst bis zum Gehen. Also, Filme, Geschichten und insofern die PowerPoint im Kopf machen, aber bitte auch nicht vergessen, zum Beispiel auditive Menschen, und man hört es an dem, was sie sagen. Wenn jemand sagt, das schaut mir gut an, das schaut gut aus, ist ein visueller Typ. Wenn die sagen, das hört sich gut an, ist ein auditiver Typ. Nur auditive Typen, besonders auditive, melancholische Typen, die brauchen absolute Ruhe zum Lernen. Wenn die mitten in der Familie lernen sollen, die Katastrophe. Ganz anders bei einem Sanguiniker, der geht, weil er jetzt wirklich einmal lernen muss, ja, und er weiß, dass er wirklich, wirklich lernen muss, geht ins Zimmer, schlägt das Heft auf und beginnt zu lernen. Die rechte Seite, weil die rechte Seite auch die schönere. Fangt von oben an zu lernen bis zur Hälfte, dann fällt ihm ein. Eigentlich für heute auf Nacht habe ich noch kein Date. Kurz telefoniert. Susi, hast du Zeit? 17 Uhr, kommt erst um 18 Uhr, weil Sanguiniker verspäten sie gern. Hast du Zeit? Treffen wir uns. Okay. Dann plötzlich Telefon weg. Für einen Sanguiniker, still geht nicht. Radio nicht. Ja, uah, das ist ein Dreif und jetzt lerne. Vier Zeilen. Ja. Lernen wieder zu Ende, weil der Fernseher ja noch nicht läuft. Das nächste ist Griff zum Fernseher. Man muss den Fernseher einschalten, weil ich bin multitaskingfähig. Ja. Ich kann das alles. Die Lehre aus dieser Geschichte. Sanguiniker lernen, haben die kürzesten Lernzeiten. Es muss Ihnen nur bewusst sein, mehr als 3 bis 4 Minuten im Stück ist nicht. Ja? Also 3 bis 4 Minuten, dann wegtun, deshalb funktioniert das irrsinnig gut. Achso, jetzt habt ihr nur meine Karten nicht da? Nein, ich habe nämlich normalerweise da immer Karten drin, so Notizkarten. Man schreibt sich das da drauf, also Schummelzetteln, ideal zum Lernen für Sanguiniker, Schummelzetteln, die man sich schreibt. Und die man immer wieder anschaut. Fragen, Antworten. So lernen Sanguiniker. Also glaubt es mir jetzt, dass wir da noch Schätze haben zum Heben.
die unsagbar umfangreich sind. Ich hoffe, ihr findet bei euch selber diese Schätze. Danke. Wow, wunderbar. Dynamisch, spannend, direkt, wie es sich für einen Direktor gehört. Herzlichen Dank, lieber Franz Kurz. Ich hoffe auch dich nicht das letzte Mal live erlebt zu haben. Du bist ja nicht gleich ums Eck, du gehörst ja praktisch demnächst an, also, wenn es um Bildung geht, zur Standardausstattung von der Montagsinfo. Ja, und das kann man ja dann praktisch auch induktiv für andere Hochschulen hernehmen. Ne? Induktiv, ja, du musst die Kupfer tief hochheben nach Salzburg. Meine lieben Damen und Herren, bevor ich jetzt unseren Überraschungsgast noch ans Mikrofon bitte, der euch noch ganz spannende Sachen mitzuteilen hat, danke ich euch sehr für die Aufmerksamkeit. Und ich habe heute was im Fatzebook gefunden. Ich bin ja so ein Fatzebook-Junkie. Dafür habe ich aber seit 4 Monaten kein Handy mehr und bin sehr glücklich. Aber Fatzebook, wenn ich irgendwo am Computer bin, ist ganz nett, Fatzebook. Es gibt übrigens auch ein analoges Facebook. Man kauft sich beim Thalia ein Bierchen, geht in die Fußgängerzone, haut sich jemand am Kopf auf und sagt, Facebook! Macht Spaß und schafft kommunikative Spannungen. Gewaltvolle Kommunikation. So, ich habe was gefunden. Und ich denke, das passt halt. Jeder Mensch ist ein Künstler. Lass dich fallen. Lerne Schnecken zu beobachten. Pflanze unmögliche Gärten. Lade jemand Gefährlichen zum Tee ein. Mache kleine Zeichen, die Ja sagen. Und verteile sie überall in deinem Haus. Werde ein Freund von Freiheit und Unsicherheit. Freue dich auf Träume. Weine bei Kinofilmen. Schaukel so hoch du kannst mit einer Schaukel bei Mondlicht. Pflege verschiedene Stimmungen. Verweigere verantwortlich zu sein, tu es aus Liebe. Mach viele Nickerchen. Gib Geld weiter, tu es jetzt, das Geld wird folgen. Glaube an Zauberei, lache viel, bade im Mondlicht. Träume wild, fantasievolle Träume. Zeichne auf die Wände, lies jeden Tag. Stell dir vor, du wärst verzaubert. Kichere mit Kindern. Höre alten Leuten zu. Öffne dich, tauche ein, sei frei. Segne dich selbst. Lass die Angst fallen. Spiele mit allem. Unterhalte das Kind in dir. Du bist unschuldig. Baue eine Burg aus Decken, werde nass, umarme Bäume und schreibe Liebesbriefe. Josef Beuys. Und jetzt zum Überraschungsgast des heutigen Abends, der ja gar nicht so überraschend ist, weil wir schon viele entdeckt haben und die meisten ihn kennen. Und er im Endeffekt einer der Initialzünder dieser Bewegung Freeman, OPPT, neue Wege gehen, Montagsinfo ist. Ich bitte Joe Kreisel an die Mikrofonmaschine. Freeman Joe Kreisel, servus. Grüß euch. Wir machen das jetzt kurz und schmerzlos, weil es eh schon so spät ist. Aber zum Thema Bildung, ich muss nicht immer über Freiheit reden. Wir werden über die Bildung auch zur Freiheit kommen, thematisch. Ich möchte mit einem Witz anfangen, weil ich so ernst reinschaut. Also der Franzi wacht auf, nein, wacht nicht auf, die Mutter von Franzi kommt ins Zimmer in der Früh. Und macht halt irgendwie, Franzi wach auf, es ist Zeit zum Entschuldigen und macht das Fenster auf, dass Frühstück deiner kommt. Dings, der Franzi dreht sich um und will nicht aufstehen. Und die Mutter sagt, Franzi, du musst entschuldigen. Und der Franzi sagt, nein, Mama, ich mag nicht entschuldigen. Sagt er, du musst entschuldigen, alle gegen entschuldigen. Aber die sind immer so gemein zu mir. Die nennen mich alle möglichen Sachen, beleidigen mich, lachen über mich. Ich mag nicht entschuldigen.
Und die Mutter sagt, Franzi, du musst entschuldigen, du bist der Direktor. Von wegen... Von wegen Bildung. Lass mich kurz auswählen, weil wenn wir über Bildung reden, ist ja die Frage, was ist Bildung eigentlich? Wir haben es vorher schon gehört, Bild, das ist ein Bild. Und das wird irgendwie verwirklicht. So wie bei Heizung, sie heizen, verwirklicht. Oder bei Lenkung, verwirklicht sie Lenken. Oder Bewegung. Man könnte sagen, Bildung, das ist so, wenn man Rechnungen düngen will, auf Englisch und Deutsch. Dann ist das der Dung für Rechnungen. Bildung. So hört es sich zumindest an. Würde man beide Sprachen miteinander vermischen, war das auch möglich. Und es gibt ein paar Geheimnisse in der Sprache, die möchte ich deswegen erläutern, weil wir brauchen nicht über Bildung von Kindern reden. Das ist nebensächlich. Wir sollten über unsere Bildung sprechen. Über das Bild, was wir in uns verankert haben. Von dem, was da draußen ist, was die Welt so ist und wie die tut. Wir haben keine Ahnung. Und wir versuchen die Kinder da artgerecht und modular so auszubilden, dass sie nachher in das Bild einpassen. Und jetzt möchte ich ausholen, kurz. Ich bin ja nebenberuflich Sprachforscher und bin auf ein interessantes Geheimnis draufgekommen in unserer Sprache, das man uns oder mir in der Schule nie erzählt hat. Nämlich, dass es ist sowieso alles nur Klang. Das einmal vorweg. Es ist nur Klang. Das bitte immer die Schrift ausklammern. Ich rede niemals von Schrift, sondern nur von dem, was wir hören. Wir schreiben das auf die lustigsten Varianten, aber es geht nur um den Klang. Und es gibt einen Unterschied zwischen Sein und Schein im Klang. Und der Unterschied im Klang ist auch schon die Bedeutung in dem, was ist. Nämlich Sein, das ist echt, und Schein, das tut nur so. Das ist einfach nicht echt. Das ist Schein. Das passiert in unserem Kopf. Beteiligt ist dabei eine gewisse Farbe, die man, wenn man Klangkünstler, Sprachkünstler ist, weil jeder, der sprechen kann, ist Sprachkünstler, die man da einmischt. Es ist jetzt, das darf jetzt alles nur verkomplizieren, wenn ich das auch noch erklären versuche. Ja, wirklich. Machen wir es kurz. Sein oder Schein? Das ist hier die Frage. So hat der Shakespeare schon gesagt. Sein oder nicht sein? Sein oder Schein? Dasselbe Phänomen haben wir bei Mensch. Mensch, der Klang ist eindeutig genau dasselbe wie Sch bei Sein, nämlich nur die Möglichkeit vom S. Also kommt Mensch eigentlich vom Mens. Der lebendige Geist, Mens. Und wenn er sich selber benennt, klingt es Mensch. Schule. Genau dasselbe. Schule kommt also von Sule. Das, was die Schweine tun. Sule. Aber wir können immer sagen, auf geistigem Niveau. Sein wird auf geistigem Niveau zu Schein. Der Mensch, der lebendige Geist, wird auf geistigem Niveau zu Mensch. Sule, Dreck, wird auf geistigem Niveau zum Klang Schule. Und das ist jetzt nicht schlecht oder gut, ist nur die Frage, womit suhle ich mich geistig? Und jetzt merkt man beim nächsten Beispiel, dass die Sprachen alle miteinander verbandelt sind. Das sind nur andere Techniken, wie man was ausspricht. Nämlich, das englische Wort für Kraft, Anstrengung wäre Force. Force. Der Konjunktiv davon ist die deutsche Bezeichnung für das, wenn man was wissen will. Aber geistige Anstrengung. Forsch. Forschen. Oder Strength auf Englisch. Strength. Das hat auch was mit Kraft und Anstrengung zu tun. Strength. Stärke. Und das heißt bei uns streng. Das ist nichts anderes wie streng, streng. Und auf einmal bist du in einer anderen Sprache, einer anderen Bedeutung. Das hebelt nur absolut relativ Sein oder Schein. Das ist das, was uns in der Sprache komplett ablenkt von dem, was rauskommt, wenn wir das aussprechen. Gesellschaft.
Das ist genau dasselbe. Schafft. Das müsste eigentlich Gesell Saft heißen. Saft. Da kommt es her. Saftladen. Aber man darf das nicht zu wörtlich nehmen, weil sonst klingt es so unnachvollziehbar. Saft, was ist Saft? Saft, das ist, das kommt raus, wenn ich alles, was ich habe, zusammentue, misch und auspresse und die komplett vermischte Essenz von dem, was vorher war, das ist Saft. Wenn ich alles vermische, alles in ein Ding rein und vermische, Saft kommt raus. Und auf geistigem Niveau heißt es dann Schaft. Gesellschaft, Freundschaft, Herrschaft, Gemeinschaft, Belegschaft, Mutterschaft. Lauter Schaften. Und würde ich das jetzt nur einmal in den Konjunktiv aufheben, ein zweites Mal, also vom Saft zum Schaft, dann gibt es einen nächsten Konjunktiv, der heißt dann Schäft mit Ei. Zum Beispiel Beschäftigung. Das ist da, wo ich erst einen Schaft habe, eine Gesellschaft, und dann komme ich unter Beschäftigen und habe ihn in irgendeiner Schaft eingeschmissen. Oder ich identifiziere mich mit einer Schaft und bin beschäftigt. Oder ich mache Geschäfte. Wir schreiben diesen Konjunktiv hinter dem Vokal mit einem E. Also zum Beispiel A hoch E ist dieser Konjunktiv vom A. Die Tat wird zum Täter. Oder der Mann wird männlich. Da ist er nur absolut und drüben ist er relativ. A wird zu E. A hoch E ist E. Konjunktiv. Möglichkeit. Nur im Hirn. Geistiges Niveau. O wird zu Ö. O hoch E ist Ö. U hoch E ist Ü. E hoch E. Passiert nicht viel. Und I hoch E ist ein langes I. Okay. Geschäft. Beschäftigen. Gesellschaft. Mutterschaft. Alle diese Worte, die wir unseren Kindern beibringen, wir haben keine Ahnung, was die eigentlich wirklich bedeuten. Und deswegen mein Appell an die Erwachsenen, dass wir nicht über die Bildung von den Kindern reden, sondern schauen wir, dass wir selber mal einen Location-Check machen. Wo sind wir eigentlich? Alle Lebewesen da draußen leben ihr wesentliches Leben von der ersten Sekunde an. Uns hat man eingeredet, dass die Biene Meier in die Schule gegangen ist. Aber es gibt keine Schulen für Insekten, auch nicht für Vögel. Vögel sind auch nicht zu blöd zum Fliegen, kein einziger. Die brauchen das nicht lernen, die kennen das einfach. Was wäre das mit Menschen, wenn man ihn nicht in die Schule schickt? Wo lernen das die anderen? Bei der Mama, beim Papa, bei den Nachbarn, bei den Freunden? Fertig. Keine Module, keine gesellschaftstauglichen, wie sagt man denn, wie heißt das, Berufe, sondern wesentliche Selbstfindung. Das war so das, was uns aus der Gesellschaft in die Meisterschaft umbringt. Aber nur mal, es sind nicht die Kinder. Es sind nicht die Kinder, es sind die Erwachsenen, die zuerst einmal schauen müssen, was ist eigentlich unter meine Füße los, wo stehe ich? Und dann kann ich, meine Kinder gingen überall nach. Wir sind Vorbilder für unsere Jungen. Wir müssen selber finden, wo wir sind, und dann können wir da hingehen. Daher der Appell, selber alles hinterfragen. Alles hinterfragen, was man nur findet und was man nur liest und was man nur hört. Es ist quasi nichts so, wie es euch gesagt worden ist, das ist. Nichts. Ja, also da, wo man früher gesagt hat, schau nicht in die Sonne, du wirst blind, sag ich heute, bitte schaut in die Sonne, ihr fangt zum Sehen an. Nicht einmal, du wirst nicht blind, sondern da kommen einfach neue Gedanken. So krass ist das. Es sind 180 Grad. Und dazwischen muss man sagen, übt den Kopfstand und solche Sachen einfach, dass alles anders ist. Anders hinschauen. Ja, was haben wir für Zwischenzeit? Soll nicht zu lang dauern. 22.03 Uhr. Ist das nicht ein schönes Ende? Genau. Ja, willkommen in der Freiheit, liebe Leute. Es ist, wir brauchen uns nicht mehr beschäftigen mit irgendwelchen Sachen, die uns versklavt haben oder ausgebeutet haben. Das war früher.
Früher im alten System, früher in Österreich, da machen wir nicht mehr mit. Wir sind immer Österreich. Österreich, das ist ein Konzept im Kopf gewesen von uns früher, so wie auch noch gelernt in der Schule. Jeder von euch hat Österreich gelernt. Wir haben nicht nur 2 plus 2 gelernt, wir haben auch Österreich gelernt und EU und Welt und Autobahn und all diese Sachen. Das können wir vergessen, weil es hat alles nicht gestimmt. Es ist einfach nicht wahr gewesen. Wahr ist Erlösterreich. Ja, Erlösterreich. Ich bin der erste Repräsentant von Erlösterreich, aber ich lade euch alle ein, es geht rund um die ganzen Planeten und es gibt keine Grenzen und jeder kann dabei sein. Es gibt keine Regeln, außer dass wir nimmer beim alten System mitmachen. Wir kümmern uns nur mehr um das, was dem anderen hilft, was mir hilft, was keinem weh tut, wo wir keinen Mangel haben, sondern uns gegenseitig bereichern. Um das geht's. Und da spielt die Bildung und alle diese Steuern und die Plätzchen, spielt keine Rolle mehr. Das hält uns nur auf. Ja, in diesem Sinne möchte ich das dankend beenden. Isabella, danke für die Einladung. Und danke, dass ihr da seid, alle. Ich finde es super. Und kommt wieder und nehmt Feind mit, erzählt es weiter. Und in einem halben Jahr brauchen wir uns vielleicht gar nicht mehr treffen. Nee, nichts mit euch zu tun persönlich. Genau, wir konnten alle wieder das tun, wofür wir eigentlich da sind. Keiner von uns ist dafür da, dass er tut, was er gut tut. Das ist, kann nur eine Zwischenlösung sein, was wir gerade machen. Davon reden. Ja, danke. Danke. Danke, Jörg Reisel. Ja, meine lieben Damen und Herren, richtet bitte eure Fragezettel her. Die werden jetzt eingesammelt. Ich bedanke mich für euer Kommen, bedanke mich bei CryptoTV, bei OkiTalk fürs Übertragen und bei unseren Sprechern von hinten nach vorne, Joe Kreisel, Mr. Freeman Österreich. Dann bitte ich zu mir Franz Kurz, wo ist er denn? Der ist schon gegangen. Dann kommt der nächste Franz, der Franz Josef Neffe, bitte nach vorne kommen. Günther Piam, bitte. Zur Expertenrunde dazu bitte ich Paul Ettel. Und unseren Opener von heute ist schon 3 Stunden zurück. Wo ist er? Der Herr Haunold, Andreas Haunold, bitte zu mir. Wenn ihr zurück klatschen, dann kommt der Pommes-Tee. Jawohl, danke schön. Welcome to freedom. Hey, hey, welcome to freedom. Wer es nicht weiß, das ist vom Joe, das Lied, und der ist erst einmal da. Und alle sagen kollektiv, der Kult hat sich noch einmal drauf gelesen, und ich weiß, jetzt bauen wir es einfach alle an. Ja, was war dann? Was war dann? Ja, dann war Peace and Love and Unity, so wie es gerade wurde. Und die Welt ist eine große Community, die werden hey, hey. Welcome to freedom. All those rules, cause we don't need them. Love and respect, that's all the wisdom. Hey, hey. So, wir gehen jetzt nahtlos über in die Fragerunde. Hey, hey. Danke für den Abend. So. Ja, machen wir das jetzt. Oh, das ist, da steht drauf, willst du den haben? Danke. Ja, früher hat man einen Witz machen können bei der D-Mark. Da waren 3 Städte drauf. Frankfurt, Nationalbank, Dresden, Mainz. Aber heute geht das nicht mehr. So, bitte, das ist wahrscheinlich der Hinweis, ihr dürft auch Spenden da reinwerfen. Jeder Euro ist eine Unterstützung und Hilfe für das, was die Isabella
Doris, nein, vor allem schon nicht. Silvia, warum sage ich mal Doris zu dir? Ich habe also keine Gespuse, die Doris heißt. Ne? So, ne? Und auch kein anders, ich habe eine ganz liebe Frau daheim. So, wir haben ein paar Fragen vorbereitet. Magst du die vielleicht lesen? Lieber was, wenn es du liest, weil ich kann es gar nicht lesen. Oh, ich bin aber im Lesen noch schlechter wie im Reden. Warte mal. Aha, was habe ich für Möglichkeiten mit der Ausbildung in der Friedensakademie? Herr Eckel. Mit der Ausbildung in der Friedensakademie habe ich gesagt, lernt man einfach Tools, mit denen man dann in der Gesellschaft was tun kann. In den Familien, also in den Religionen, in der Wirtschaft und so weiter. Das heißt, man kriegt eine allgemeine Grundausbildung in all diesen Fähigkeiten, Techniken und hat damit, wenn man dann zum Beispiel einen Beruf als Sozialarbeiter anstrebt, eine Anstellung anstrebt, irgendwo in einem Bereich, wo es um die Gesellschaft geht, auf jeden Fall die Möglichkeit, das nachzuweisen, was man da eigentlich gelernt hat und nachzuweisen, dass man hier sich ausgebildet dafür konkret interessiert hat. Soweit einmal mit dem ersten Zertifikat, das wir jetzt bilden. Das Zertifikat zu erreichen dauert 3 bis 5 Jahre. Wir hoffen, dass wir bis dorthin so weit sind, dass wir das Ganze dann zu einem Diplom-Lehrgang erweitert haben und das Ziel ist, das zu einem Masterstudium zu entwickeln. Ist aber jetzt nicht möglich, kann ich jetzt nicht versprechen. Aber wie gesagt, das Zertifikat ist einmal 3 bis 5 Jahre und dann sehen wir weiter, was da sozusagen an weiteren öffentlichen Zertifikaten noch möglich sind. Ja, ich kann also einiges nicht gescheit lesen. Herkunftswörterbuch, ja. 7, welches? Sprach? Das Herkunftswörterbuch von dir. Ja. Ja. Sprachforschung, wie geht man die da. Warte, ich kann ganz greifend schreiben, vielleicht kann ich es auch lesen. Ja, das fährst. Wie geht man die Sache an, Namen, Silben etc. und so weiter. Also welches Herkunftswörterbuch gibt es? Oder was ist das denn? Also ich weiß gar nicht, es wird wahrscheinlich mehrere geben. Bei mir steht einfach der Dudenbaum 7. Ist nicht unbedingt die Endlösung, aber man kann schon mal anfangen damit. Ja, also Etymologie steht dann außen drauf, aber man kann auch Herkunftswörterbuch dazu sagen. Ich möchte kurz ergänzend dazu sagen, natürlich etymologisches Wörterbuch, also im Internet macht man eigentlich Ety und da kommt das schon als Vorschlag, Ety eingeben, das ist das erste auf Google. Aber wer es ein bisschen spiritueller angehen mag oder bereit ist dafür oder sehen kann, dem sei folgende Perspektive vorgeschlagen. Wir sind das stehende I, die Wirbelsäule in der Mitte, das I. Und rundherum gibt es 4 Möglichkeiten, 4 rechte Winkel, die klingen. 4 Formen. A, E, O, U. Rund ums I. Und aus dem außer kann man, jedes Wort hat, zum Beispiel ich heiße Johannes. Johannes. Das sind 4 Vokale, I, O, A, E, hintereinander, I, O, A, E. Und dazwischen ist ein H oder ein N und ein S am Schluss. Also mein Name ist ein Vorab, I, O, A, E, hintereinander und dazwischen tanzen ein paar Konsonanten. Und das macht es. Es ist nicht die Herkunft vom Wort, es ist die Farbe, die da liegt, plus die Konsonanten, die da drauf tanzen, die machen die Bedeutung von unseren Silben aus. Und das kann man sagen, das sind Winkelverschiebungen klingenden Lichts. Das ist Silben und Sprache. Da wo Sternzeichen das eine tun, dann die Winkel auf der klingenden Ebene genau das gleiche. Rund um uns haben wir 360 Grad, die 360 Möglichkeiten uns zu wissen sind und da passiert auch Sprache. Ist das gut für mich? Ist das schlecht für mich? Ist es konstruktiv, negativ? Durchs I kommt von außen, geht es weg, man ist Liebe oder Schatten oder Licht oder nicht. So reden wir. Und daraus ist dann natürlich auch etymologisch nachweisbar, was das immer schon geheißen hat, seit der Mensch Sprache spricht. Aber dahinter braucht es keine Bücher. Es sind nur klingende
Winkel aus Licht. Yeah. Und wenn du richtig beherrschst, dann kommst du auf 11 Minuten daher. Selbst in der Rush-Hour, weil alle Ampeln grün sind. So, dann haben wir eine Frage, wer druckt und kontrolliert die neuen Scheine, und das dürfte an den Andreas gestellt werden. Das ist eine gute Frage, auf die war ich jetzt gar nicht vorbereitet. Wer druckt und kontrolliert die neuen Scheine? Das ist ja so, dass diese Geldschöpfung basiert auf Leistung. Immer wenn jemand eine Leistung erbringt, wird Geld geschöpft, zum Unterschied zu unserem herkömmlichen Kreditsystem. Also wir schöpfen letztlich selber und der Verein quasi kontrolliert das Ganze im Prinzip sozusagen. Sehe ich gerade, Franz, habe ich nicht voll übersehen. Das ist eine Ergänzung dazu. So schaut der Schein wirklich aus. Der hat schon einige Sicherheitsmerkmale, unter anderem so blitzende Dinge drauf. Also man kann es nicht einfach probieren, man kann es nicht einfach nachmachen. Da habe ich schon was überlegt. Ja, genau. Und auch die Entwicklung geht weiter. Seit einigen Wochen gibt es auch Fremdgeld oder internationales Geld. Das heißt, es gibt dieses Wir gemeinsam ist eigentlich eine oberösterreichische Erfindung, die halt von Oberösterreich, Salzburg, Bayern, Niederösterreich hauptsächlich sich entwickelt hat. Es gibt aber ähnliche Tauschsysteme in anderen Regionen, Deutschland, Österreich, Schweiz auch, die haben ihre eigenen Scheine. Was jetzt entstanden ist vor kurzem, ist, dass es überregionale Scheine gibt, dass man wirklich mit den Scheinen, diesen überregionalen Scheinen, auch in die Schweiz zahlen kann oder auch in Niederösterreich zahlen kann, auch in Salzburg zahlen kann. Genau. Also da ist wirklich noch viel Entwicklung drinnen und so schauen die Scheine momentan aus. Auch mit dem Salzburger Talentetauschkreis. Also in Salzburg gibt es einen Talentetauschkreis, wir arbeiten ja, wir sind ja auf Kooperation und nicht auf Konkurrenz. In Salzburg in der Stadt gibt es einen Talentetauschkreis, habe ich zuerst vergessen, und mit dem kann man auch tauschen, mit diesen internationalen Scheinen. Und dieser Schein hat außerdem eine Zeitschiene, wo er quasi immer neu bewertet werden muss, sonst wird er entwertet oder verliert an Wert. Zum Unterschied vom herkömmlichen Geldsystem macht es keinen Sinn, wenn man den wartet, sondern dass er in Umlauf bleibt. Dankeschön. Dann haben wir nochmal eine an die Friedensakademie, und zwar Zertifizierung. Wofür? Ja, das ist fast die gleiche Frage wie vorher, da hätte ich gleich eine Antwort. Wie gesagt, das ist jetzt einfach mein Lehrgang, der mit dem Zertifikat abschließt. Das Zertifikat kann einmal Basis sein für ein Diplom. Was ich vorhin noch vergessen habe, was aber ganz wichtig ist, ist ein innerer Aspekt, ein spiritueller Aspekt. Ich bin einfach der Meinung, dass wir in einer Zeit leben, wo die Menschen immer mehr Frieden wollen, immer mehr Frieden wünschen. Und wo sie immer mehr auch suchen nach Leuten, die in der Lage sind, Frieden zu bringen. Und wenn jemand einen Lehrgang in der Friedensakademie gemacht hat, dann weiß er sich als Mensch aus, der sich darum bemüht hat, der das gelernt hat, der Techniken gelernt hat und der in der Lage ist, um Frieden zu bringen. Wir sagen im Lehrgang für Friedensarbeiter. Ja, also ich hoffe, dass wir das jetzt richtig lesen. Dankeschön für die Antwort. Freeman, wo? Also ich verstehe so Freeman, aber was tut man, wenn man schon Haus und Grund hat? Was tut man da? Wie wird man dann Freeman? Es ist einfach Wissen. Das ist schon mal das Allerwichtigste, dass man es zumindest weiß, wie dann der Einzelne mit dem umgeht, mit dem Wissen, ist nicht mehr mein Problem. Ich helfe zwar gern beim Nachdenken, aber das sind Fragen, ja, ich weiß, ich kenne die Fragen. Lasst uns Antwort finden. Das Problem ist ja das Grundstück. Grund ist nicht normal für den Menschen. Der Mensch ist ein Landlebewesen und geht jetzt nicht normal auf Boden. Wir gründen unsere Firmen, wir haben Grundstücke mit so einer Grundsteuer, wir haben Grundrechte, Staatsgrundgesetz, grundlegende irgendwelche, das ist alles verkehrt für uns. Wir brauchen Boden unter die Füße, wir sollten unsere Firmen böden, nicht gründen. Und daher ist ja die Frage, was tue ich mit einem Grundstück? Ja, das war früher. Früher, das ist der Grund, da hängt der. Der Grund gehört der katholischen Kirche auf dem Planeten, liebe Leute. Da, Jesus. Geht zum Pfarrer und fragt, was mit dem Grundstück machen soll, ob sie es rauskriegt. Nicht zu mir. Das ist leider so. Das ist leider so. Der Grund gehört der katholischen Kirche. Wir haben Boden unter die Füße und daher ist das Haus- und Grundstück, Grundbuch, das gehört da raus, das stimmt. Und wie das geht, wissen wir noch nicht, aber wir werden das schaffen.
Darf ich da vielleicht auch noch ganz kurz was sagen? Also aus meiner Sicht, Freeman wird man nicht, weil man wiederum im Außen das regelt. Das ist dann die Folge davon. Freeman ist Entscheidung aus meiner Sicht und eine Haltung und ein Bewusstsein. Dort fängt Freeman an. Die meisten nutzen Freeman oder solche Dinge. Ich meine, da gibt es ja mehrere Sachen und ich kenne ihn schon gut. Er macht es aus einem Bewusstsein, aus einer Haltung aus und nicht aus einem Fluchtgedanken. Wenn ich aus Angst Freeman gehe, weil ich von einem bestehenden System flüchten will, dann ist das der falsche Weg. Da bist du nicht frei, da bist du in der Opferhaltung. Freeman ist Gestalterhaltung und nicht Opferhaltung. Und das ist, glaube ich, der Kernunterschied überhaupt. Und das mit dem System, das löst sich dann Schritt für Schritt. Ja, das war es eigentlich mit den Fragen. Dankeschön an alle. Dann haben wir noch eine Bemerkung. Jemand hat geschrieben, Berufung hat nichts mit Beruf zu tun. Alles, was ich gerne und mit Liebe tue, gehört zu mir und führt zur Berufung. Schöner Abschluss bitte, oder? Genau. Ganz, ganz, ganz herzlich bei allen bedanken, die heute Zeit gehabt haben, herzukommen. Ganz besonders bei unseren Sprechern, so auf sich nehmen, immer um uns ein bisschen informieren zu können. Beim Team natürlich, wie immer, die Technik, wie das immer zustande kommt. Danke an den Roman, danke an OkiTalk, dass wir halt live übertragen werden. Wer den Abend vielleicht noch einmal Revue passieren lassen möchte, also einfach www.okitalk.com. Da kann man alles noch einmal nachhören. Ja, jetzt haben wir soweit. Am 26. Januar haben wir unsere nächste Montagsinfo. Ihr kriegt dann die Einladungen alle noch geschickt. Habe ich am Anfang schon mal erwähnt, wir werden wieder in den Bereich Bildung gehen, weil das ist nun mal das wichtigste Thema. Und dann schauen wir einfach, wie es weitergeht. Wer die Einladungen haben möchte, sich noch nicht eingetragen hat, kann das gerne noch in der Liste machen. Herzlichen Dank an alle, einen schönen Abend, kommt gut rein. Eine Kleinigkeit ist mir noch dazu eingefallen vorher, die habe ich vergessen, zum Tauschkreisen. Ich habe heute gestern eine Frau im Facebook angeschrieben, die ist in einem Tauschkreis da Richtung Wesenufer. Und die haben das jetzt so gemacht, dass wenn die wir gemeinsam ein Tauschkreistreffen machen, dass alles, was mitgebracht wird und nicht in den Tausch geht und wieder mit nach Hause genommen wird, also alles, was übrig bleibt und trotzdem tauschenswert oder gebenswert ist, den Flüchtlingen am Ort gegeben wird. Und das finde ich eine unglaublich schöne Aktion. Ich habe heute auch einen Ofen hergeschenkt, der wird nächste Woche abgeholt. Fragt nicht, ob das was bringt, tut es einfach. Weil es laufen so viele Geschichten momentan, die uns da wieder Angst und Bang machen wollen und Spaltung und was tun wir mit den ganzen Flüchtlingen? Helfen wir ihnen einfach, wir haben so viel übrig. Und fragen wir nicht lang. Der Verstand weiß da viel zu wenig. Thank you.
Frage ans Bewusstsein. Stell dir vor, es ist wahr und die Gaudi ist erledigt. Alle sind über Nacht, zack, ein wenig gescheiter geworden. Sie haben so lang die Umwelt, die Natur und alles beschädigt. Dann haben sie gesagt, miteinander fangen wir einfach an von vorn. Was war dann? Was war dann? Die ganze Welt ist am Grinsen den ganzen langen Tag. Ja, die Menschen haben's irgendwie kapiert. Weil sie glauben nimmer an Zinsen oder an EU-Vertrag und haben gemeinsam Fukushima repariert. Ja, was war dann? Was war dann? Ja, dann war Peace and Love and Unity, so wie das gehört. Ja, ja. Und die Welt als eine große Community, ich glaub, sie rehre vor lauter frei. Und stell dir vor, es ist wahr, die Politiker erinnern sie, warum das es gibt auf der Welt. Und stell dir vor, es ist wahr, wir sind nimmer in die Hände von die Banken mit ihren Schwindelgeld. Ja, was war dann? Was war dann? Und stell dir vor, sie vergiften unser Essen und das Wasser nimmer. Ha, und die Energie ist endlich frei. Und das System mit den Personen haben wir lang schon nimmer. Nein, weil das der Grund war für die ganze Sklaverei. Ja, was war dann? Was war dann? Ja, dann war Peace and Love and Unity. Spürst wie die schwingert, oh yeah. Und die Welt als eine große Community, die singen. Hey, hey, welcome to freedom. All those rules we don't need them. Love and respect, that's all the wisdom. Hey, hey, welcome to freedom. Hey, hey, welcome to freedom. Und stell dir vor, es ist wahr und die ganzen Differenzen auf der Welt sind auf einmal nimmer da. Und alle sagen kollektiv, na gut, verzichten wir halt auf Grenzen. Und wisst was, jetzt bauen wir's einfach alle an. Ja, was war dann? Was war dann? Ha? Ja, dann war Peace and Love and Unity, so wie das gehört, hurra. Ja, und die Welt als eine riesen Community, die blärer. Hey, hey, welcome to freedom. All those rules we don't. Welcome to freedom.